klar, ein Fahren Welt gefällt mir besonders gut. Ja, viele interessante Leute, bemerkenswerte Persönlichkeiten, interessanter Stadtteil. Das heißt, du hast hier so eine Lässigkeit, ist cool, ist nett. Du kannst hier abends durch die Gegend gehen und siehst dann so Leute, die auch einem helfen. An Wettbergen gefällt mir, dass es ein sehr lebendiger, sehr bunter Stadtteil ist, der ein sehr großes Eigen- und Selbstbewusstsein hat. Ja, jetzt könnte ich es mir natürlich ganz einfach machen und sagen, der Bezirksbürgermeister in Wiemerode gefällt mir, aber das wäre natürlich nur ein Scherz. An der Südstadt gefällt mir besonders gut, dass alles so schön grün ist. Das bunte Leben und die Kneipenkultur finde ich sehr schön. Ja, wir haben schöne Pinten, ja, man kann sich richtig gut wohlfühlen. Ich liebe eben mehr, dass ich noch Anbindung habe zur Straßenbahn und Bus, weil ich ja nicht mehr der Jüngste bin. Ich habe vor Jahren mein Auto verkauft, weil ich der Ansicht bin, ich wohne hier so super in der Südstadt. Ich komme zu Fuß und mit dem Fahrrad überall bestens hin. Das eigentlich alles gibt in der Nordstadt, man muss sich da nicht rausbewegen und dass es total kinderlieb und tierlieb hier ist. Ja, ich finde Kronsberg schön. Also genau ein bisschen aus wie meine Heimat in Kurdistan. Dass hier nicht alles so sauber und geleckt ist, ist eigentlich ganz schön. Es ist einfach schön. Also ich könnte mir woanders nicht vorstellen zu leben. Es ist ziemlich dreckig hier. Wenn man sich zum Beispiel hier den Fahrenwalder Park sich anschaut, naja, mit Ratten besetzte Spielplätze, die auf 2 Meter rankommen, nicht ganz so nett. Die Hundebesitzer, die da mit den Hunden rüberlaufen, alles zuscheißen, nicht so nett. Es gibt sehr viele Menschen noch, die lieber Hunde lieben, aber keine Kinder. Bloß keine Kinder. Ja, so Straßenfest oder sowas muss sie hier machen. Und die Leute muss sie hier kennenlernen. Was ich nicht so gut finde, ist, dass manche Leute ziemlich rücksichtslos sind. Ja, wir wollen weg. Wir haben ein kleines Kind, wir wollen ja nicht auf. Wir wollen an den Stadtrand, wir wollen ins Grüne. Wir haben leider was Schöneres gefunden und wollen nicht, dass unser Sohn hier auf der Deisterstraße aufwächst. Für mich ist gut. Für mich ist gut. Also ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, mir gefällt alles. In 20 Jahren? Das ist eine gute Frage. Wir werden so als Familie hier in 20 Jahren nicht mehr leben. Aber ich hoffe einfach, dass es vielleicht noch mehr Angebote für Familien geben wird und sich auch an dem, also dass sie einfach sauberer auch wieder werden wird, sodass mehr Familien herziehen können. So. Generationsübergreifend, dass es Möglichkeiten gibt. Ich bin zum Beispiel eine Oma und habe meine Kinder woanders wohnen. Das ist also für mich eigentlich nicht schön. Das ist natürlich schöner, wenn man Kinder, denn auch kleinere Kinder hat. Und in 10 Jahren wird hier, glaube ich, mehr Bio und Öko sein. Ich würde mir wünschen, dass die Häuser noch begrünter sind. Also, dass man Möglichkeiten findet, viel Grün an die Hausfassaden zu bringen, die Dächer zu begrünen. Ich glaube, in 10 Jahren wird sich auch nichts ändern. Es wird so bleiben, wie es jetzt ist. Ich glaube, da wird sich nicht so wahnsinnig viel verändern. Ich habe ja den einzigen Wunsch, mich 100 Jahre nach meinem Sterben noch mal wecken zu lassen.
um zu gucken, wie die Welt hier aussieht. Denn bei mir als Kind gab es nicht mal Fernsehen. Ne?